Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder geshoppt und zwar habe ich dieses Mal bei Outlet City bestellt. Und zwar nur vier Paar verschiedene Schuhe, die ich euch jetzt mal zeigen sollte. Hauptsächlich sind es Schuhe für den Herbst, Winter würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Die ersten Schuhe sind diese beigen Stiefeletten. Das ist so ein richtig schönes, wasserabweisendes Leder, würde ich sagen. Die Sohle hat so einen leichten Plateau und sie sind wirklich sehr, sehr bequem. Sie sind von innen nicht gefüttert. Also das heißt, wenn es jetzt im Winter sehr, sehr kalt ist, würde ich euch empfehlen, da noch Socken drin anzuziehen. Aber dennoch sind sie sehr bequem und halten auf jeden Fall für den Herbst und den Winter, für das Regenwetter, schön warm an den Füßen. Und da wird auf jeden Fall nichts nass drin. Ich zeige sie euch nochmal von hinten. So sieht das Ganze aus. Damit ihr nicht fragt, wo die restlichen Sachen her sind, sage ich euch das natürlich auch noch. Die Hose ist von H&M aus der Schwangerschaftsabteilung und das Oberteil ist so ein Wickeloberteil von ASOS. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt schon das nächste Paar Schuhe. So, als zweites habe ich mir diese schönen Boots, Chelsea Boots, wie man die nennt, oder auch so ein bisschen gummistiefelartige Schuhe bestellt. Ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr schön für den Herbst, für den Winter, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig manchmal, glaube ich, zu kombinieren. Der Pulli passt jetzt zufälligerweise dazu, aber ansonsten kann man die halt tendenziell eher mit komplett schwarz oder irgendwie braun kombinieren. Finde ich aber sehr, sehr schön, sind bequem, mir tatsächlich eine Nummer zu klein, also fallen tendenziell ein bisschen enger und schmaler aus am Bein, aber ich finde sie trotzdem sehr bequem. Ich werde sie mir auf jeden Fall noch mal eine Nummer größer bestellen, damit sie auf jeden Fall richtig sitzen. Sie hat unten so einen leichten Absatz, so einen leichten Plateau. Hier seht ihr auch, dass die jetzt so ein bisschen Falten werfen, dadurch, dass sie mir ein bisschen zu klein sind. Aber ansonsten finde ich sie echt schön, von der Farbe auch echt besonders. Und ich mag auch, dass der Schaft nicht zu niedrig geschnitten ist. Das finde ich immer nicht so schön, wenn die so, ja, so nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Aber finde ich bei denen auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich zeige sie euch natürlich auch noch mal von hinten. So sieht das Ganze aus. Und meine restlichen Sachen sind, der Pulli ist wieder von Shein und die Leggings ist von H&M. Bis gleich. Kommen wir zu dem dritten Paar Schuhe. Das habe ich jetzt sehr, sehr herbstlich kombiniert schon, würde ich sagen. Das sind so richtig schöne Schnürstiefeletten. Die sind jetzt von Nubik. Die Marke ist auch sehr, sehr hochwertig. Ich habe da schon andere Stiefeletten von und die lohnen sich auf jeden Fall, auch wenn der Preis sehr, sehr hoch ist, sage ich mal. Die haben unten so eine kleine Plateausohle. Hier sieht man ganz leicht und dezent das Nubik-Logo. Es ist so ein richtig schönes, ja, Leder, aber es ist sehr, sehr weich. Also fühlt sich richtig, richtig gut an von der Qualität, muss ich sagen. Und ja, ich finde sie sehr bequem. Ich finde sie bei mir tatsächlich fast ein bisschen zu klobig, wenn man das sagen kann, weil ich recht schmale Füße habe und die hier vorne relativ weit geschnitten sind, würde ich sie tatsächlich eher Leuten empfehlen, die ein bisschen breitere Füße haben, wenn man das so sagen kann. Aber ansonsten finde ich sie sehr, sehr schön, auch von der Farbe gefallen sie mir richtig, richtig gut. Dazu kombiniert habe ich einen Trenchcoat und ein Strickkleid. Das Strickkleid ist von Missguided und der Trenchcoat ist aktuell von nicht von Bershka, von Primark. so rum. Genau, ein paar Schuhe habe ich noch, was ich euch zeigen werde. Deswegen ziehe ich mich jetzt mal direkt wieder um für euch. So, einmal das letzte Paar Schuhe für heute. Und zwar habe ich so schöne Wildlederstiefel. Das sind keine Overknees, die gehen knapp so aufs Unterknie, wie ihr sehen könnt. Sind sehr, sehr bequem, haben einen relativ dünnen Absatz, aber dennoch finde ich, dafür sind sie echt bequem, dafür auch, dass sie kein richtiges Plateau haben. Vorne geht die Spitze so ein bisschen spitz zu, finde ich auch sehr, sehr cool. Das Kleid passt von der Farbe nicht so ganz optimal dazu, aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz schön. Ich muss gestehen, dass ich den Knopf drin, der zugehört, nicht mehr ganz zukriege mit meinem Bäuchlein. Aber das macht ja nichts. Ich zeige euch die Schuhe nochmal von hinten. Auch nochmal hier einmal ohne Teppich, damit ihr das sehen könnt. Sie sind wirklich sehr, sehr bequem, sind auch, ich gucke gerade einmal auf den Karton, auch von Steve Madden und finde ich, ja,
Ich mag sie sehr, sehr gerne. Das Kleid ist von ASOS. Das gibt es auch noch in so ein Khaki. Aber leider hat das Khaki nicht zu den Schuhen gepasst. Deswegen habe ich mich jetzt für schwarz entschieden. Aber ich finde es sehr, sehr nice. So, schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, welches Paar Schuhe euch am besten gefallen hat von den vier Paaren. Das würde mich mal sehr interessieren. Und vielleicht auch, welches Outfit im gesamten Look euch am besten gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.